Hallo ihr Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, Nathalie ist mal wieder da. Sorry, letzte Woche hat es nicht geklappt, ich hatte ein bisschen viel um die Ohren, aber jetzt bin ich ab heute für nächste Woche, auch bis nächste Woche Donnerstag, mit den Karten hier für euch da. Zuallererst kam jetzt hier aus dem Heilengel-Orakel von der Divine Virtue die Macht. Und die Macht kommt immer dann, ist eine wunderschöne Karte, wenn wir anfangen, uns unserer Macht und unserer Möglichkeiten wieder ein Stückchen mehr bewusst zu werden. Was im Augenblick sehr wichtig ist, da wir ja alle so ein bisschen in neue Richtungen gehen und uns für Neues aufmachen und neue Entwicklungen da sich anberaumen. Also insofern ist es wichtig, dass wir da uns an unsere Fähigkeit und unsere Macht, die wir Kraft unserer Gedanken und Emotionen haben, wieder erinnern. Und der Engel ist da so schön zu sehen. Er ist in der Lage, selbst dunkle Wolken wegzusprühen. Es ist wirklich so, dass wir unendliche Macht haben in uns tragen, aufgrund der Tatsache, dass wir uns immer mehr bewusst werden dürfen, was positive Gedankengänge und Emotionen alles in die Wege leiten können und dass wir wirklich Kraft auch unserer Vorstellung, die wir haben und oder unsere Vorstellungsmöglichkeiten, die wir haben, uns unsere Zukunft vorzustellen, unsere Bedürfnisse und Wünsche vorzustellen und da uns richtig einzufühlen und das alles schon wirklich auch mit den Sinnen schon zu fühlen, dass das eine unglaubliche Macht bedeutet. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen und die Karte geistiges Wachstum kommt da jetzt. Wie schön, weil die zeigt eben an, dass uns das noch ein Stückchen mehr bewusst wird. Wörter oder Worte lehren ja nicht, das ist ja immer die eigene Erfahrung, die letzten Endes dafür sorgt, dass wir Dinge verinnerlichen. Und da ist es jetzt an der Zeit für die Woche, dass uns da so einiges wieder klar wird und dass wir da auch viel probieren dürfen und viel erkennen dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt für diejenigen Lieben unter euch, die sich Sorgen gemacht haben oder Sorgen machen, dass ihr geistiges Wachstum eventuell bei anderen Menschen anecken könnte oder dass sie damit anecken könnten oder als Sonderlinge dastehen oder sich da in eine Position bringen, die ihnen vielleicht nicht so gefällt. Ihr braucht keine Angst haben, überhaupt nicht. Also seid euch selbst vollkommen treu. Da bekomme ich auch lustigerweise gleich einen Kloß im Hals, was bedeutet, dass einige sich da etwas zurückhalten, aus Angst, sich da eventuell lächerlich zu machen oder sich da eben an den Rand der Gesellschaft zu stellen oder als merkwürdig dazustehen. Wir sind hier definitiv in einer Zeit, wo alle Menschen, jeder auf seiner Ebene mehr bereit ist, sich für solche Dinge zu öffnen und sich für diese Gesamtzusammenhänge und diese Gesetzmäßigkeiten, denen wir alle unterstehen, zu öffnen. Was wunderschön ist. Guckt euch mal um. Es ist in sämtlichen Zeitschriften, die man so sich anschaffen kann, die mit solchen Themen eigentlich ursprünglich gar nichts zu tun hatten. Überall finden wir jetzt irgendwelche Berichte, irgendwelche Dinge, die genau auf diese Gesetzmäßigkeiten auch hinweisen. Und das ist nicht mehr so völlig ab von der normalen Welt, sondern das ist jetzt immer mehr Zeitgeist und immer mehr kommen die Menschen eben auch auf diese Zusammenhänge eben gesagt. Und es ist wichtig, dass ihr euch da nicht selbst klein macht oder versteckt, sondern dass ihr einfach sagt, ich lebe das, was ich für mich erkannt habe, ohne es den anderen, ob sie jetzt nun wollen oder nicht, dauernd aufschwatzen zu wollen, sondern im Prinzip lebt eure Erkenntnisse, setzt sie um. Habt größtmögliche Freude dabei und es werden immer mehr Menschen auf euch zukommen und sagen, ja, wie macht sie das oder wie macht er das? Und wenn die dann fragen, dann könnt ihr gerne Auskunft geben, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, macht einfach euer Ding. Da habt ihr schon genug zu tun, euch mit euch selbst zu beschäftigen und da eurem Gelernten und Erkannten treu zu bleiben. Diesbezüglich seid ihr auch im Augenblick, soll ich euch sagen, in guter Kommunikation mit der geistigen Welt.
mit, Sie sagen es, wenn ihr neue Einfälle habt, wenn ihr neue Erkenntnisse habt, wenn ihr euch da weiterentwickelt, ihr seid da auf dem richtigen Weg und ihr habt tatsächlich das, was ihr empfangen habt oder das, was ihr gerade empfangt, was für euch gerade wichtig ist, die nächsten Schritte, die zu gehen sind, so ein Schritt nach dem anderen eben, ihr habt es richtig verstanden. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann bittet einfach. Sie sind auf jeden Fall da und haben genügend Möglichkeiten, mit euch zu kommunizieren. Seid da ganz offen und wach. Es ist wirklich, Sie haben da alle Möglichkeiten, euch in mannigfacher und vielfältigster Art und Weise Dinge nahezubringen. Sei es jetzt irgendwelche Aufschriften irgendwo auf irgendwelchen LKWs oder Stellwänden oder durch Bücher, durch Menschen, die euch irgendwas sagen, wo ihr irgendwas aufschnappt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Seid einfach wach und ihr werdet spüren, wenn die Information genau für euch da ist. Und Sie haben auch, was da jetzt noch als letzte Karte reinkommt, als aus meinem nagelneuen Deck, ja, die Delfine, das ist ein Delfin-Deck von der Jeanne Ruland, eins meiner Lieblingsdecks im Augenblick. Und da sagen die Delfine, es ist momentan auch für die Woche jetzt, das Thema ganz, ganz humorvoll zu sein. Sie sagen, schelmischer Humor ist angesagt. Sie sagen, lächle und sei glücklich, einfach so. Schaue in die schelmisch blitzenden Augen eines lachenden Delfins. Delfine lachen aus ihrem Herzen heraus. Das Leben ist ein Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten, eines leeren Raums. Sieh die humorvolle Seite deiner Situation. Lache. Und das Universum lacht in 1000 Variationen zurück. Sie sagen, also 1000 ist noch leicht untertrieben. Das wird noch viel mehr, ist noch in viel, viel, viel mehr, viel, viel mehr Varianten sind da möglich und da für euch. Es ist super wichtig, dass ihr eure Situation wirklich sehr humorvoll seht, denn dadurch, das ist dann auch ein Zeichen für euch, dass ihr auch nicht direkt an euren Problemen oder Herausforderungen herumbeißt, was euch nie eine Lösung bringt, sondern wenn ihr humorvoller seid, dann distanziert ihr euch ein bisschen mehr von euren Problemen und seid allgemeiner und seid, dieses Allgemeine, das ist eben sehr wichtig, kommt da jetzt, denn je genereller und allgemeiner ihr über eure Situation nachdenkt, desto mehr können die Lieben euch im Speziellen helfen und wie gesagt, je distanzierter ihr von eurem Problem seid, desto besser und desto höher schwingt ihr dann auch. Lasst euch das mal jetzt auf der Zunge zergehen oder lasst euch das mal ans Herz legen von den Lieben. Und wie gesagt, diejenigen, die momentan ein bisschen aufgerufen sind, mehr zu sprechen, mehr über ihre Gefühle zu sprechen, die sind jetzt nochmal sehr aufgerufen, weil der Kloß in meinem Hals ist heute sehr stark vorhanden. Das ist momentan sehr hilfreich und auch fruchtbar, wenn ihr da mal aus euch rausgeht, ihr Lieben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bin nächste Woche, denke ich, auch wieder da. Vielleicht dann auch schon wieder aus dem Ausland, aber ich habe da auch wieder Internet und freue mich, euch da auch wieder mit diversen Botschaften zu beschenken. So, ihr Lieben, alles Liebe und bis dahin. Tschüss.